Oh ja, ein fettes Update. Und damit willkommen hier bei Me Applecat, Leute. Das fette Update ist iOS 18.2 Beta 2 und kam bei mir mit über 7 GB an. Also schon richtig, richtig groß. Und da steht auch schon so einiges drin, was hier mit dazugepackt wurde. Das Beta-Update kam jetzt auch für alle raus. Die Beta 2 hat eigentlich Verbesserungen für Apple Intelligence, aber bei uns in Europa, in Deutschland gibt es das ja leider noch nicht. Von daher können wir das Thema komplett außen vor lassen und konzentrieren uns auf den Rest. Und da gab es einiges doch schon zu sehen. So, erstmal kurz mein Speicherplatz. Vor dem Update hatte ich 16,83 GB frei und hinterher 18,19. Also dankenswerterweise wurde da wieder ein bisschen was gelöscht im Hintergrund und ich habe mehr Speicher bekommen. Was ich auch bekommen habe, sind einige Splash-Screens. Einmal hier bei Apple Music. Da steht jetzt nicht so viel Interessantes dabei, aber ich glaube, das mit der Musikhaptik, das könnte neu sein. Ist mir bisher zumindest noch nie aufgefallen. Gehörlose oder schwerhörige BenutzerInnen können auf dem iPhone Musik auf eine komplett neue Art und Weise erleben. Also dann spürt man die Musik durch die Taptic Engine hier. Ganz interessante Sache. Ja, dann nochmal ein Hinweis bei Safari, dass es jetzt hier die Möglichkeit gibt, einen Standardbrowser festzulegen, dass man das jederzeit ändern kann. Okay, aber dann richtig interessant bei Wo ist Share Item Location? Ihr könnt jetzt bei euren AirTags den Standort teilen. Ich zeige euch mal kurz, wie das dann aussieht. Hier unter Wo ist und dann habe ich hier schon einen AirTag ausgewählt und dann kann man jetzt hier auch Share Item Location auswählen. So, dann seht ihr das. Bitte um Hilfe bei der Suche nach deinem verlorenen AirTag, indem du den Standort des AirTags mit einer Fluglinie oder einer Person, die du vertraust, der du vertraust, teilst. Das ist cool, ne? Wenn ihr nämlich eben so ein AirTag an den Koffer dran macht und der Koffer kommt einfach nicht an und die Fluggesellschaft ist, naja, man kennt das ja, ne? Vielleicht nicht immer so gut organisiert, dass sie den schnell finden, kann man es auch denen leichter machen und man teilt einfach hier den AirTag mit denen und dann finden die euren Koffer vielleicht leichter oder natürlich könnt ihr es auch mit anderen Personen teilen. Finde ich, das ist eine echt sinnvolle Zugabe. Ne, das finde ich wirklich gut. So, was ich auch zumindest interessant und gut finde, ist, wenn wir in die Einstellungen gehen, haben wir hier am Rand die ganzen Icons, ne? Ja, so viel, so normal. Aber wenn ich jetzt mal hier eine kleine Änderung vornehme, und zwar ich gehe hier auf Bearbeiten und wir passen mal ein bisschen das Ganze an. Ich sag mal, wir gehen in den Dark Mode und alle Icons werden ja hier auch dunkel. Und ich gehe nochmal in die Einstellungen. Tak, tak, da hat man es kurz gesehen. Sind auch dort alle Icons jetzt hier im Dark Mode zu sehen. Und das funktioniert nicht nur mit dem Dunkelmodus, sondern auch zum Beispiel, wenn ich die jetzt hier so farblich einfärbe. Lassen wir es einfach mal so in grün. Ich gehe nochmal in die Einstellungen. Da sind sie. Und ihr seht, auch hier sind die ganzen Icons jetzt grün eingefärbt und haben auch noch einen kleinen Rahmen bekommen. Ja, neu, ne? Kann man machen. Apple passt also das Ganze immer weiter an, aber ich mag das Eingefärbte eigentlich nicht und verfeinert hier immer noch diese ganzen neuen Optionen zum Anpassen, die man so hat. So, Moment, ich stelle mal eben wieder zurück, gehen wir wieder auf Hell, ganz normal und schauen uns noch die Leistungswerte an der Beta 2. 1592 Punkte im Single-Core und 4212 Punkte im Multiscore hat hier die Beta 2 erreicht. Und wir sehen mal hier auf eine Nummer zuvor, da ist so quasi keine Änderung drin. Leistungsmäßig genauso gut oder genauso mittelmäßig wie die Beta 1. Ne? Da war schon ein bisschen mehr drin, aber insgesamt solide Werte kann man jetzt nicht großartig meckern. Und beim Grafikbenchmark haben wir erreicht 9501 Punkte und zuvor hatten wir 9586, davor 8995, das war nicht gut, dann 94. Ja, also da liegen wir auf einem soliden Niveau, sage ich mal, auch so relativ ein bisschen im Mittelfeld. Von daher gar keine schlechte Sache hier. Die Beta 2, ne, vor allem, also hier das mit dem AirTag-Teilen, das finde ich gut. Und ja, Apple bleibt dran, ich bleibe auch dran. Wenn es dann wieder die Beta 3 gibt, werde ich mich melden. Für heute wäre es das aber gewesen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.